wohl auch ein paar Jahre länger wird diese Chance andauern. Was kann diese neue zweite Liga bewirken für den österreichischen Fußball, Walter? Ja, ich würde es nicht so negativ sehen. Also ich denke auch, dass die Mannschaften in der zweiten Liga, die sich als Ziel setzen, irgendwann in die Bundesliga aufzustellen, sich auch in dieser zweiten Liga professionell aufstellen werden. Es werden nicht alle Vereine die Möglichkeit haben, aber zumindest eine gewisse Anzahl. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Auch die Möglichkeit, junge Spieler dort einzusetzen, also finde ich ganz, ganz wichtig. Wir haben eine tolle Akademielandschaft in Österreich. Es gibt viele, viele Spieler. Da gibt es für die Spieler noch mehr Möglichkeiten, sich zu präsentieren. Und zum anderen habe ich auch erfahren, dass es in der Sky Go ersten Liga manchmal so war, entweder du spielst um einen Aufstieg oder du bist schon fast im Abstiegstrubel. Und jetzt bei 16 Mannschaften hat man ein breites Mittelfeld. Da kann man auch ein bisschen experimentieren. Junge Spieler bekommen die Plattform und auch unter Umständen kann man mit einem, sage ich mal, geringeren Budget auch sportlich reüssieren. Also ich würde sagen, man sollte dieser Liga auf alle Fälle eine Chance geben.